Ich komme ursprünglich aus dem Bereich der Mechanik. Das heißt, ich habe eine Lehre gemacht als Kfz-Mechatronikerin und habe dann, ich glaube, 6 Jahre lang als Rennmechanikerin gearbeitet in verschiedenen Rennteams und bin dann in den Bereich Engineering gegangen, weil ich verstehen wollte, was verändern wir, warum verändern wir es. Die Aufgabe des Dateningenieurs besteht in erster Linie darin, die Fahrzeugdaten auszulesen und zu analysieren. Das heißt, es geht darum, das Fahrzeug so schnell wie möglich einzustellen, aber auch zu schauen, wie sich der Fahrer verhält. Das heißt, wie bremst er, wo bremst er, wie lenkt er, wie verhält sich das Fahrzeug dabei. Also ich möchte in erster Linie darüber herausfinden, was man verbessern kann. Also der Dateningenieur bereitet quasi alles vor, was der Renningenieur im Endeffekt entscheiden muss. Der Renningenieur ist das Verbindungsglied zwischen Mechanikern, Dateningenieur, Fahrer, also quasi das ganze Team, alles, was auf der technischen Seite entschieden werden muss, das macht der Renningenieur. Er hat die komplette Kommunikation mit dem Fahrer, auch wenn dieser im Auto sitzt. Das heißt, der Funkkontakt wird über den Renningenieur hergestellt. Mir macht am meisten Spaß, dass ich die Tätigkeit der Renningenieurin und die der Dateningenieurin verknüpfen kann. In der Porsche Racing Experience habe ich sowohl diese Anspannung, die man als Renningenieurin spürt, wenn man eine Entscheidung treffen muss, als auch die analytische Tätigkeit als Dateningenieurin. Ich kann die Entscheidung treffen am Funk, was wir im Rennen machen, ob wir einen Pitstop machen, ob wir noch draußen bleiben. Ich kann mit dem Fahrer kommunizieren, wie sich das Auto verhält und darüber vielleicht schon eine spontane Entscheidung treffen, was beim nächsten Pitstop geändert wird. Und trotzdem darf ich in die Daten schauen, um zu analysieren, was passiert eigentlich tatsächlich. Ist das, was der Fahrer sagt, auch das, was das Fahrzeug tatsächlich macht? Ist es aufgrund des Fahrwerks-Setups oder ist es eine Reaktion auf das, was der Fahrer als Input ins Auto gibt? Ich hatte dieses Jahr die Möglichkeit, als Dateningenieurin am Grello zu arbeiten bei NLS 2. Das war für mich eine super Möglichkeit, mal aus meiner Porsche Racing Experience Welt herauszusteigen und wirklich als reine Dateningenieurin einen GT3 R zu betreuen, der siegfähig ist, der gesamtsiegfähig ist beim NLS-Rennen. Also die Nordschleife generell ist für mich halt Heimat. Ich bin hier aufgewachsen und das dann dort mit diesem bekannten und geliebten Auto zu tun, da arbeiten zu können, wo sich wahrscheinlich viele hinwünschen und dann noch einen Erfolg feiern zu können, war natürlich ganz besonders.